Alright guys, today we're gonna be reacting to the 5 tastiest fish dishes. I'm not gonna try to read this title. It's kinda a little bit ahead of my German, but I know it says it's the top 5 tastiest fish dishes. So I'm guessing this is German. One of my subscribers put this in the Discord. By the way guys, let me know how the camera looks. Right, I just bought this new camera. Let me know how the quality looks. It does look a little bit better from my side, but I just want to just receive some of your feedback and see how it looks. We're gonna be reacting to this seafood video, and I mentioned that in a video, one of the videos that I did regarding food, that I would love to just get a little bit into German seafood. Make sure you're part of the Discord, part of the family, and if you have any ideas, you can just go to the reaction videos idea and just leave the video there, and if you're lucky, I would just find your video and react to it. Meantime guys, let's jump in and see what's going on. Frischen Fisch so lecker und raffiniert zuzubereiten, dass er selbst nicht Fischliebhabern schmeckt, das zeigt uns heute Chefkoch Andreas Schinhal. Fisch ist einfach ein geniales Produkt. Und frischer als direkt aus dem Fluss geht's nicht. Johann Meyer aus Straubing ist Berufsfischer und einer der letzten seiner Zunft auf der Donau. Genau der Richtige für Andis Vorhaben. What? Herr Meyer, servus. Grüß dich. Perfekt wäre es, wenn wir genau die Fische fangen würden, die wo ich gern verarbeiten würde. Da reden wir mal von Zander, an Hechten, dann ein paar Weißfische, die wir frittieren können. Und natürlich die Krönung war, wenn wir noch einen Waller erwischen darf. Dann war ich natürlich ein sehr glücklicher Mensch. Auf einem Seitenarm der Donau hat Johann Meyer tags zuvor seine Netze ausgeworfen. Was darin so alles zappelt, ist nie vorherzusagen. Ah, Nummer 1. Okay. Das ist jetzt ein Güst, der 6. Ja. Ist ein Weißfisch. Ja, das ist das, was wir wollen, dass wir, weil wir machen unseren Bachenfisch einmal ein bisschen andere, nicht bloß lauter Edelfisch, sondern mal Weißfisch. Für Johann Meyer ist es eine tägliche Lotterie. Was er fängt, weiß er vorher nie. So kann sich die Natur immer wieder erholen. Nachhaltige Fischerei, das ist natürlich schon noch einzigartig. Und wenn man sowas tatsächlich in der Region hat, muss man das auf jeden Fall nutzen. Umso besser, dass sich der Trog heute artenreich und zügig füllt. Für Andys Backfisch sind bereits... That's a good quantity. Don't get it wrong, that's a good quantity. I was expecting to be less, but he was catching for dozens. Genügend Exemplare ins Netz gegangen. Feuerfrei und Öl in die Pfanne. Okay, here we go. Also das sind jetzt, man sagt dazu nicht Edelfische, sondern Weißfische. Aber ich finde, vom Geschmack her sind die super. Sie haben nur einen kleinen Nachteil und sie haben relativ viel Gräten. Und durch das, durch die Zubereitung, die wir jetzt machen, versuchen wir dieses Grätenproblem zu lösen, indem wir die ganz fein einschneiden und dann richtig schön heiß ausfrittieren. Durch das Zerschneiden der berüchtigten Y-Gräten zersetzen sich diese schließlich beim Braten. Zeit für die Panade. They decompose rather quicker than regular fish. Okay. Dann der Puratago, right? Der ist halt dafür da, das wird halt richtig knusprig. Mit Eis kühlt Andreas den Teig herunter. So backt dieser später noch besser aus. Salz und frische Zitrone auf den Fisch und dann panieren und ab in die Pfanne. Okay. Grundsätzlich ist es erstens mal ein wahnsinnig gesundes Essen. Den lassen wir jetzt dann noch ein bisschen frittieren, da kann nicht viel passieren. Und dann macht man noch eine schnelle Kürbiskernmayonnaise dazu. Für die Mayo Eigelb, Essig, Salz, Worcestersoße und? Jetzt macht man halt keine normale Mayonnaise mit einem Sonnenblumenöl oder so, sondern wir machen es mit einem Kürbiskernöl. Mit der Küchenmaschine geht das sehr bequem. Dann den Backfisch abtropfen lassen, garnieren, fertig. Simpel, einfach und ich hoffe, richtig gut geil. Eben noch in der Donau, jetzt frisch frittiert. Andys Auswahl an frittiertem Weißfisch mit Kürbiskern-Mayonnaise. Wow. Volle Power. Also wirklich saftig. Klar, da ist ein Haufen Fleisch dran, ne? Ja, klar. Draußen groß. Crazy, give me goosebumps. He was mixing those eggs and I was wondering, what is going,
what he's going to do with the eggs. Why he's mixing eggs with this stuff? He's going to cook the fish again. He make that sauce, and I'm like, oh, okay, this guy knows what he's doing. Drin, Wahnsinn. Fluffig. Weiter so. Jetzt gibt's Räucherforelle. Oh, that's an oyster, huh? Da haben wir eine wunderbare Regenbogenforelle. Da ist es wichtig, dass sie ganz frisch ist, weil wir die nur ganz kurz warm ansmoken dann. Auf dem Markt. But some part of the United States, especially in the South, some of the fish caught in rivers, they have more bones, or sweet water, they have more bones than those that are caught in salt water. Ei drauf. Zuerst den Fisch filetieren, Bauchlappen entfernen, Gräten raus und in hauchdünne Scheiben schneiden. Das Forellen-Carpaccio landet dann auf einem Zweierlei vom Ei. Also Eier sauber trennen. Da machen wir jetzt einen richtig steifen Eischnee. Und bei der Eigelb ist wichtig, zerdrücken und dann auf dem Pfannenboden verteilen. Parallel Deel zerkleinern und zum Eischnee geben. Da ist es wichtig, dass es richtig aufgeschlagen ist, damit es auch den Fisch trägt. Nun Eischnee auf Eigelb verteilen und den Fisch on top. So, und jetzt einmal so drinnen in den Smoker. Der braucht gar nicht ganz zugehen. Der darf auch nicht zu viel Hitze sein. Weil sonst. It looks like a big oyster, but he just put in the fish below, underneath. Not underneath. Above the eggs, mixed with that thing that he was doing. Wird der Fisch natürlich sofort strohig und der soll nur ganz leicht dahin flavern. Dauert vielleicht jetzt 10 Minuten. Das aus wie eine Lachspizza. Oh, that's pizza. Etwas Olivenöl drüber. Sowie Zitronensaft und frischen Meerrettich. Salmon, Pizza. Et voilà. Salmon. Schaumei mit angeräucherter Lachsforelle. Auf den ersten Blick ein echtes Highlight. Aber wie schmeckt die Fischtarte? That looks very good. Wow. Salmon, Pizza. Echt geile Idee. Hätte nicht geglaubt, dass das so funktioniert. Und dann der Rauchgeschmack on top. Mhm. Wahnsinn. Zurück aufs Boot und zur Donau. Welchen Fang gibt's jetzt zu bestaunen? Schönste, ne? Oh, da jetzt haben wir natürlich was Besonderes. Zander, der beste Süßwasserfisch, was es gibt. Und auch der nächste große Edelfisch lässt nicht lange auf sich warten. Okay. Oh, big, yeah. Geil. Das ist eine Bracke. Das ist wahrlich ein kapitaler Raubfisch. Yes. Den kannst du fast nicht halten, weil der so viel Kraft hat. Das ist natürlich jetzt ein Hecht. Da macht man Hechtnocker. Oh, jetzt haben wir mal. Der ist perfekt zum Essen. Der hat die optimale Größe. Weißt, nicht zu fett. Zufrieden geht's für Andreas ab in die Küche. Fangfrisch auf der Karte, Waller im Sud. Für den Koch selbst ein wahres Highlight. Die Zutaten stehen parat. Es gibt ein. This guy's all going all the way out. He's not pulling back any punches. This looks very good. A lot of green he used. He's using a lot of greens. Wildfangballer in einem Essig-Wurzelsud mit Orangensenf, selbstgemacht. Dunkle Senfkörner treffen auf braunen Zucker. Im Endeffekt ist es so, man kann natürlich den Kaffee, aber ich glaube, es ist immer ganz interessant, wie einfach, dass man eigentlich Senf herstellen kann und verschiedene Geschmacksrichtungen geben. Dazu ein abgekühltes Gemisch aus aufgekochtem Essigwasser sowie Orangenabrieb. Bitte einmal mixen. Zum Gemüse. Karotten schon mal ins Wasser rein und dann das einfach abblanchieren. Dazu gesellen sich noch Staudensellerie und Zwiebeln. Kurz abschrecken und zurück zum Star. Und jetzt kümmern wir uns um das Wichtigste, um den genialen Waller. Nun Fischfilets portionieren und einen Fischfond verfeinern. Ein Schuss Essig, immer wo ein bisschen Säure reinkommt, ein bisschen mit Zucker, ein bisschen brauner Zucker, Salz. Salz, außerdem Lorbeer und dann den Waller hinzugeben. Da ist jetzt wichtig, dass wir das nicht brutal kochen lassen, sondern einfach ganz leicht ziehen. Das Gemüse. He has that real hump, that weird hump in his back. I'm like, you know what I'm saying? Like, I'm trying to really, like, check myself. He's way too hunched. So I'm trying to, I don't know, I'm trying to
Ihr bekommt nun einen frischen Fond, extra für den Waller. Da ist es auch wichtig, eben deswegen langsam machen, dass man immer wieder die Kontrolle hat, okay, wie weit das der Fisch ist, dass er nicht zu trocken wird. Frische Petersilie und Dedel perfektionieren das bunte Fischgericht. Jetzt ist es fertig. Okay. Waller in einen schönen essigsauren Wurzelsud und Orangenzimt. Schmeckt so gut, wie es aussieht? Lecker sieht's ja aus. Dieses nicht fischige, sondern fleischweich. Also, buy local, einfach mal zum Fischer des Vertrauens. Und probably $35 right there. 40, no, less than that. 30 Euros? Easy, in an appetizer. Easy. Und sich einen guten Fisch easy. Machen. Zander im Schinkenmantel, wieder sehr edel. That black pepper. Jetzt macht man einen Wildfang Zander im Schinkenmantel. Mit Feigensenf auf Beluga-Linsen. Los geht's mit den Linsen. Salzen und Lentil. Vorkochen. Black lentils. Never heard about Zanderfilet. Das ist eigentlich der edelste Süßwasserfisch. In dem Fall lassen wir die Haut dran auf dem Fischfilet. Erstens einmal ist die geschmacklich super bei dem. Und das nächste ist, dass der Fisch von der Struktur kompakter ist, wenn wir es dann hier noch einpacken. Erstmal Feigensenf, Salz, Zitronenzeste auf den Fisch und dann die beiden Lemon Hälften is the secret, aufeinander folks, I'm telling you. Und Salbei on top. Noch ein Wort zum Schinken. Was da wichtig ist, ist, dass er etwas dicker geschnitten ist und nicht zu dünn, dass es richtig schön einbrat. Und dann haben wir jetzt in dem Fall einen Schinken, der ist mit ein bisschen Fenchelsamen gereift und getrocknet. Den Fisch auf den Schinken geben und mit Backpapier und Alufolie richtig kompakt einrollen. Und dann is he rolling fish bacon with fish? That's what I saw, right? He's rolling a fish with fish bacon. No? Or is that bacon looking kind of funny? Let me know in the comment section below. Bei 180 Grad, ich sag jetzt mal vom Typ ist eine Viertelstunde, schauen wir uns dann hoch in den Ofenrohr. Unterdessen milde Zwiebeln und frischen Knoblauch fein hacken und in Olivenöl anbraten. Dann die Linsen abgießen und dezent verfeinern. Das sind Lentils. Das ist jetzt eine Tintenfischtinte. Das ist ein absolut natürlicher Farbstoff, der da reinkommt. Gibt dann ein bisschen einen Fischgeschmack dazu. Außerdem Zitronenabrieb, Senf, Esstabonessig und These recipes, folks, they're up there. These recipes are up there. Are up there. These recipes are up there. Squids. Black lentils, I mean, fish bacon. This is not the regular Joe, folks, just making dishes, man. This is Sahne. Jetzt kann der Fisch auch schon vom Ofen in die Pfanne. Es wird jetzt richtig schön die Farbe und gibt auch nochmal den richtigen Röstgeschmack. Dill und Petersilie geben den Linsen Frische. Der Salbei den Fisch. Und schon ist wieder Zeit anzurichten. Wildfangzander, schöne auf cremige Linsen mit Dill und im Fenchel-Speckmantel. Zum old lentils. Okay, you see, was sagt unser? I told you, 10-year-old lentils. 10-year-old lentils. I told you, this is. You have to really prepare yourself to make a dish like this. First of all, you have to look for the lentils. And then look for a good fish, because it looks like he caught a couple good fishes that is allowing him to just make some of these recipes. But they look amazing. Incredible. Der Reporter dazu, vom Fischmuffel zum Fischgenießer. Fisch auf den Punkt. Ja. Yeah. Und der Crunch und der Fenchel aus dem Schinken nochmal waren. Ja, schmeckt's nach. Und dann die Säure von die Linsen dazu. Das ist richtig gut. Top. Zeit für die Hechtnockerl. Das ist ein angemessenes Finale. No, really? Jetzt gibt es Hechtnockerl, auch vom Wildfang, mit wilden Brokkoli und gratiniert mit einer Hollandaise. Und die Gräten?
Da können wir die Geräten drin lassen. Wir machen da eine Faras und in die Faras, die stecken, da man dann Nocken formen und dann ganz leicht ziehen. Dafür schneidet Andreas das grätenreiche Fleisch in kleine Stücke und gibt es in den Mixer. Dazu kommt noch etwas Sahne, Salz und Pastis. Jetzt ist sie fertig, stellen wir jetzt kalt, dass sie ein bisschen abkühlt. Nun den wilden Brokkoli in Olivenöl anbraten. Noch ein paar pikante Paprika dazu und mit Fischfond ablöschen. Pinienkerne rein und weiter zur Hollandaise. Estragon-Essig, ein bisschen Kräuter, Zwiebel, Wacholderbeer, Lorbeer, ein bisschen Weißwein eingekocht. Und dann geben wir das zu den Eiern dazu. Für den nächsten Schritt ist etwas Übung gefragt. So, jetzt ist es ja noch flüssig und dann schlagen wir. What's up with the water? I think it has like lemon leaf in it. I think so. It tastes good, by the way. Lemon leaf and water tastes very good. You should try it. Das auf und das Eigelb zieht dann an und bindet die Flüssigkeit in Essig. Läuft. Und was für eine Wassertemperatur braucht's für die feinen Nocken? Das erklärt uns der Meister gleich. Oh, you're making balls. Das ist auch wichtig, dass das nicht kocht extrem, sondern auch nur ganz langsam dahin sieht. Wenn es kocht, dann quält es so auf, dann kann es sein, dass sie dann ausflockt und das soll sie nicht. Jetzt die Nocken abtropfen lassen und ab damit in die Pfanne. Die Hollandaise kommt dazu und on top Parmesan. Kurz in den Ofen und fertig. Hechtnocken gratiniert mit Hollandaise auf wilden Brokkoli mit einem ganzen kleinen Stich Schärfe von Peperoni. Bitte schön, der nächste Augenschmaus. Und wie munden die Nocken? Und Wahnsinn, keine Krebs. Null. Also Leute, Angelrute kaufen, los, raus, Hecht rausfischen und loslegen. Das ist mega. Kleines Späßchen am. Man, this is crazy, man. This is crazy. Some of these recipes are very good, right? But it takes too much effort. Right, to make them. That's, I think, when it comes down to these kind of videos, it does take a lot of effort to just make some of these dishes. I like to see them. I like to watch them. And you learn a lot. But when you make them, right, like you make them. If you really want to improve your cooking skills, these are great exercises to just improve your, not only your cooking skill, but your flavor or taste skill. Because tasting, it is a skill, folks. Right? It's like you always eat good food and then all of a sudden you go to trash food and you can feel the difference. It's the same thing. There's a muscle to these things. That fish looks very good. But it looks like a lot of catfish as well. We catfish are very lean kind of meat, which I like. You just lean. There's not a lot of bones. You can eat it. Easy to catch. And not only not easy to catch, you can find it anywhere in the world. Practically anywhere, you know, anywhere you have a river, make sure there's no crocodiles and alligators. But, you know, that you're probably going to find not only fish, but crawfish and shrimps. But if you have catfish close by, you can go to a fish market where they can find some for you. You can try some of these recipes. But let me know what you guys think in the comment section below. Like always, I'll see you in the next one.